Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Wollen wir doch mal wieder losmachen. Alles vorgefunden, wie wir es hier abgestellt haben. Meine Sachen jetzt eingeräumt, mein Essen und. Und jetzt zwick mal auf. Guck mal, wie schön sauber der da drüben ist. Ich denke mal, das ist eine neue Plane, wie es aussieht. Die Haken, die sind auch noch nicht verrostet, also ich gehe mal davon aus, dass das eine neue Plane ist. Also meine Lieben, jetzt fahren wir nach Leipzig, laden ab und dann wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Das will er uns dann noch sagen, hat er geschrieben. Also Vorwärtsmarsch. Die Pflicht ruft. So, meine Freunde. Auf ins Gefecht. Ein Schälchen Hesen am Morgen tut doch gut. So passt's. So, Freunde, vorwärts. Vorwärts, Freunde. Rollen, wie sie rollen sollen. Na dann, kurz vor 9 ist immer im Handelsring, um 9 haben wir Termin, das passt. Und dann müssen wir noch ins Werk abladen. Da haben wir auch eine Abladestelle. Es geht doch ganz schön vorwärts hier. Links. Mit der Baustelle. Thank you.
Aber hier geht's nicht richtig vorwärts. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Ach, weil es hier vorne alles auf eine Spur geht. Na toll. Oder was haben sie denn hier vor? Was? Na ja, hier vorne. Alles auf unsere Spur. Alles links, rechts rüber. Ja, logisch. Dann muss es natürlich stauen. Ist ja klar. Aber wenn man so da drüben auf die Baustelle guckt, ja, das wird schon. Ich denke mal, in 4-5 Jahren ist die Autobahn fertig. In 4-5 Jahren ist die Autobahn fertig. So denke ich mir das mal. Machen ganz schön hohe Schallschutzwände hier hin. Ne? Guckt euch mal die blauen Masten an. Das sind ganz schöne Atzen von der Höhe her. Das ist bestimmt 6-7 Meter hoch. Och. Und ihr wisst Bescheid, ne? Jeder lässt einen rein. Dann funktioniert das auch mit dem Reißverschluss. Und nicht drei keinen reinlassen und einer fünf reinlassen. Das funktioniert natürlich nicht. Im Auto und spielen Karten. Na, mein Freund, du solltest aber mal ein bisschen überlegen, wie du fährst. Ne? Nicht einfach hier auf meine Spur drauf. Das war jetzt schon ein bisschen knapp, mein Guter. Aber naja. Ich habe ja auch Augen im Kopf, um da ein bisschen mitzugucken. So, hier fahren wir nachher nochmal lang. In die Richtung. Da kommen wir von da und fahren nach da. Dann
wollen wir nämlich ins Werk. Wir haben nämlich im Werk auch noch eine Ablagestelle. Ja, mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Und dann schauen wir mal, was der Disponent schreibt. Bis jetzt hat er noch nichts geschrieben. Nee. Der wird erst mal abwarten, wann wir leer sind, denke ich mir. Weil das zieht sich ja hier teilweise auch mitunter recht in die Länge. Da wird er erst mal gucken, wann wir leer sind. Und dann irgendwas für mich suchen. Wenn er nicht schon was hat und mir das aber erst dann schreibt, wenn er weiß, dass ich es machen kann. Wenn ich jetzt länger stehe, dann muss er ja da ein anderes Auto hinschicken. Wisst ihr ja, wie das funktioniert inzwischen. Kann auch sein, dass wir dann gleich wieder Feierabend machen, wenn wir leer sind und dass wir heute Nacht laden müssen. Oder heute Abend. Kann sich auch zutragen. Haben wir auch schon Abend 19, 18 Uhr, 19 Uhr geladen. Kann durchaus sein, dass das auch wieder der Fall ist. Ja, da schauen wir mal. Jetzt fahren wir erstmal rein und melden uns an und harren der Dinge, die da passieren. Und dann fahren wir ins Werk, wenn wir hier abgeladen haben, laden im Werk ab. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Dann melden wir uns bei der Dispo. Und dann wird er uns schon irgendwas sagen. Doch gerade wieder beim falschen Grün fahren. Das gibt's doch wohl nicht. Könntest für mich mal grün machen. Komm, sei eine liebe Ampel. Ach. Jetzt gibt's gleich grün. Da sag ich doch. Sag ich doch. Stellen wir uns doch mal ganz weit vor gleich. So, Freunde, wir laden jetzt ab im Werk, dann laden wir im Werk gleich wieder für Wackersdorf. Dann gucken wir mal, ob das heute noch abgeladen werden muss oder wie das aussieht.
Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Hier hat einer seine Sandale verloren. Schau an. Der läuft jetzt barfuß rum. Und das Picknickpäckchen haben sie auch liegen lassen. Naja. Schaffen wir es noch? Ja, wir schaffen es noch. So, meine Guten. Da müssen wir an der C44 laden und in der T03. Sich noch nicht geäußert mit der Reihenfolge. Ich hatte nämlich gefragt, ob die Reihenfolge egal ist, weil ich ja im Moment, ich lade an der C32 ab, da macht es ja Sinn, dann gleich vorzufahren zur 44. Ne, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht äußert er sich ja bis dahin noch. Wenn nicht, dann lade ich halt eben erst die 44 und dann die T03. Und wenn das falsch ist, dann haben wir Pech gehabt. Dann haben wir halt Pech. Der kam von E-Mobility Elflein, BMW Allee. Ich hatte nämlich Gefahrguttafeln auf, das fahren, die fahren dann die Batterien. Das Lager läuft schon auf vollen Touren, ne? Volle Pulle. Das ging rucki zucki mit dem Bau und der Fertigstellung. Machen wahrscheinlich bloß noch außen rum ein bisschen was, wie es ausschaut. So, wird jetzt hier grün oder nicht? Es wird grün. So, meine Guten.
hinter mir fährt auch ein Elflein. Der will bestimmt in der C37, in der S37. Oder zum Rudolf. Eins von beiden. Huch. Der will zum Rudolf. Jedenfalls biegt er da vorne ab beim Rudolf. So, meine Guten. Jetzt spulen wir hier unser Programm ab. Dann fahren wir nochmal in die Spedition. Papiere abgeben und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. So, meine Guten, bis später, ne? Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind zu der einen Ladestelle noch zwei Ladestellen dazugekommen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das ist auch nicht das Problem gewesen. Und jetzt haben wir drei Abladestellen in Wackersdorf und eine Abladestelle in Regensburg. Naja, das macht ja auch nichts. Das ist ja alles okay. So, jetzt fahren wir erstmal in die Spedition. Ich gehe mal davon aus, dass wir erst morgen abladen. Und dann muss ich fragen, ob ich erst Regensburg abladen soll oder erst Wackersdorf. Das muss er mir noch sagen. Das geht in Regensburg in der Zone 18 runter. Da haben wir auch schon geladen. So, Freunde. Und dann wollen wir mal. So, Freunde, dann fahren wir jetzt Richtung Wackersdorf. Wie lange brauchen wir da? Viereinhalb Stunden. Ja, müssen wir noch mal eine Pause machen zwischendrin. Die machen wir in Hermsdorf.
Wir müssen morgen früh um 6 in Wackersdorf abläuten. Morgen früh um 6 in Wackersdorf abladen und dann nach Regensburg abladen und dann in Regensburg gleich wieder laden. Was rappelt denn da so? So, Freunde. So, Freunde, noch 5 Kilometer, dann ist Feierabend. Dann haben wir es geschafft. Ja, wir hätten uns auch jetzt hier auf den Rasthof stellen können, aber da stehen wir da, da unten auf dem Parkplatz stehen wir doch viel ruhiger und guter, viel besser. Da haben wir unsere Ruhe. Kilometer stand da dran. So. Freunde, ich freue mich schon auf den Feierabend. Bloß mal so, ich freue mich schon auf den Feierabend, ehrlich gesagt. Wir haben zwar heute nicht allzu zeitig angefangen, aber irgendwie. Wir haben dann 12,5 Stunden Schichtzeit, knapp 7 Stunden Lenkzeit. Ich würde sagen, das reicht dann. Wir brauchen uns ja dann auch morgen nicht hetzen. Wie gesagt, wir fangen dann morgen um 5 Uhr an. Da haben wir ein bisschen was über 11 Stunden Pause gemacht. Die zählen dann sogar die 11 Stunden. Und dann fahren wir schön gemütlich nach Wackersdorf, laden ab, fahren nach Regensburg, laden wieder auf, laden ab, laden wieder auf. Dann fahren wir nach Köferingen. Dann fahren wir hoch nach Leipzig. Dann muss ich nachher mal gucken. Ich habe schon den Plan für morgen bekommen. Muss dann mal gucken, ob wir dann überhaupt morgen noch abladen oder erst am Mittwoch. Da muss ich nachher mal nachgucken.
los, Freunde. Keine Ampel an heute. Was ist denn das für eine Lumperei? Wo gibt's denn sowas? Guck, der Parkplatz da unten ist nämlich voll. Den habe ich auch schon gesehen, aber der ist immer voll. Deswegen stelle ich mich nämlich jetzt da oben hin, wo ich immer stehe. Und wieso geht die Ampel nicht und die geht? Das ist ja schon wieder komisch. Komische Sache das. So, meine Guten. Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen. Die wollen hier irgendwas bauen, habe ich gesehen. Hier auf der Wiese, da wollen die irgendwie noch was bauen. So, Freunde. Jetzt machen wir es uns hier schön gemütlich. So, meine Guten, Feierabend ist. Genug gemacht für heute. Es ist jetzt 6 Uhr, kurz nach 6 Uhr. Also morgen früh, so um 5 Uhr rum, fahren wir hier wieder los. Und dann düsen wir nach Wackersdorf, dann nach Regensburg. Und dann schauen wir mal, was uns der Tag morgen noch so bringt. Aber für heute ist erstmal Feierabend. Das Wetter ein bisschen genießen, vielleicht laufe ich dann noch ein bisschen rum, aber ich muss erstmal was essen, ich habe Hunger. Heute gibt es gebackene Klees. Die Furtländer wissen, was das ist. Die Fremdländer werden es nicht wissen, ich erkläre es euch. Gebackene Klees sagt normalerweise jeder andere Kartoffelpuffer dazu, aber im Furtland sind es gebackene Klees. Also gebackene Klöße, also Kartoffeln. Gerieben, gewürzt, ein bisschen mit Ei versetzt, in eine Pfanne geschmissen und dann wie so Eierkuchen, also Kartoffelpuffer draus gemacht. Ja, die werde ich mir jetzt schön warm machen. Die sind schon vorgebraten. Von daheim, vom Wochenende. Und die mache ich mir jetzt schön warm. Und dann werde ich die reinschmatzen. Also meine Freunde, ich werde es mir schmecken lassen, werde an euch denken. Und dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle und bis morgen früh um 5 Uhr. Tschüss.